Willkommen zurück. Ja, es ist Sehr irgendwie gut. heute nicht Nix-Nix-Tag, Nee. definitiv nicht. Vor allem auch noch Egon tot. Sein Egon ist tot, ja. Liegt hier. Da. Da liegt er. Rupfe ich jetzt aus. Ja, klar, komm her. Hier direkt neben der Tür liegt er. Was denn? Alter, hast du den etwa einfach rausgeschmissen? Wo ist er denn? Nein, hier drin. Achso. Neben der Tür, nicht draußen. Hier. Egon. Egon, what happened? Ja, wie gesagt, wie Tobi schon gesagt hat, ich schätze auch, der ist verhungert. Das sieht so fies aus. Jetzt prügelt. Hier, denkt dran, die Eltern liegen hier, sind hier. Ja, selbst schuld, hätten ja mal füttern können. Auch wieder aber. So, Britta geht's gut. Britta ist schon bei 3%. Boah, ist ja ein Wahnsinn. Was benutze diese Haut mit einem Podest für ein ausgestopftes Tier, um sie hier auszustellen? Okay. Brauche ich noch so ein Podest? Podest müsstest du auch machen können. Also wenn du alles gelernt hast, das war auf jeden Fall auch schon mit in unseren Leveln mit bei. Aber der liegt doch da noch. Ja, aber ich hab's halt. Brauche ich ein kleines Du hast Podest jetzt oder? Im Prinzip die Haut abgezogen, jetzt kannst du halt noch ernten. Ist schon irgendwie toll. Mein Schön. kleines Podest muss ja reichen, oder? Ja, Das also. wird reichen. Vorsicht, nein, Harry! Ja, komm, verreck auch, Harry. Nix gibt's. Harry verreckt nicht. Du musst einen zweiten Egon zeugen. Böser Harry. Huch. Level up. Kannst ja hier neben den Dilophos stellen. Dann können wir dann sagen, hier, Egon hat den besiegt. Achso, ist er noch gar nicht drauf, ich wollte gerade sagen. Oh. Egon. Ein Mahnmal für alle. Oh. Tja. Wie gesagt, das ist ein Mahnmal für uns alle. So, mit Level 23, was kriegt man da? Pelz! Hey, ich kann Pelzklamotten machen. Ja, komm, hier drinnen sind noch ein paar Affen. Alter, der hat's heute wirklich irgendwie. Ne? Nur weil dein Affe gestorben ist, weißt du? Muss ich nicht gleich die anderen alle sterben lassen. Doch. Oh, Nick kann wieder ein Level up. Weil ursprünglich wollte ich nämlich was ganz anderes machen. Okay. Aber Holz haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ordentlich. Also knapp 700 oder so. Ja. Ja, während ihr gesucht habt, habe ich dementsprechend natürlich Holz gesammelt. Ja, mein. Da konnte ich ja nicht viel machen bei der Aktion. Ich probiere was, ne? Achso, es kann ja einer von euch mal eine Bohle ausprobieren, ob die bei euch funktionieren. Also bei Hat mir, sie wie gesagt. damals auch schon, da ging es auch nicht. Okay. Ja, ich hab's ja in diesem Parasaurolophus eben ausprobiert, weil ich dachte, oh ja, so ein Tech-Dino kann man ja jetzt mal, ne, anfangen zu zähmen, aber, boah. Alles durchgeflogen. Kann man denn die Sachen drehen? Ja, wenn du sie im Grunde genommen einmal hinstellst oder beziehungsweise einmal auf den Platz stellst, hast du die Möglichkeit, dann noch sie hin und her zu drehen. Du musst ja immer, um eine Sache abzustellen, zweimal klicken sozusagen. Ja, aber keine Wände, ne? Achso, Wände. Achso, Wände weiß ich nicht. Und Noch mehr? Ja, warte, hier ist noch ein Baum, der steht hier noch. Den kann ich mal eben kaputt machen. mit Q kann man es durchplatzieren. Durchplatzieren. So, das war jetzt erstmal. Nee, da hinten ist.
Sind schon wieder welche aufgetaucht? Alter, das geht ja. Ah, nein, Trodon. Wo ist er? Du Drecksack, du Blöder. Ich liege gleich. Könnte jemand vielleicht kurz hier vorbeikommen? Was machst du? Ich liege. Ich wollte eigentlich Holz sammeln, aber ich bin auf einen Trodon gestoßen. Wo bist du? Gar nicht so weit weg. Ich bin einfach nur geradeaus hochgelaufen. Und ich schlaf gleich. Und gleich bin ich tot. Ah, okay, ich sehe schon, da kommt jemand. Dankeschön. Alter, Level 49. Wow. Wäre auch gekommen. Hat jemand zufälligerweise ein paar Stimberries dabei? Meine Sternchen sind komplett voll. Das dauert. Ja, hab ich. Oh, cool. Das habe ich gesehen. Ja, es reicht, reicht. Nein, es reicht, es reicht. Ich dehydriere. Ja, das geht runter, alles klar. Dankeschön. Alter, ey, 30 Stück gleich. Meine geht natürlich schnell, aber auch das Wasser geht einigermaßen runter. Die haben Wasser. Ja. Deswegen. Mama, schau. Ägypten? Gewitter? Hallo. Oh ja, jetzt aber schnell. Oh, puh. Hören Sie sich mal jetzt an. So, das war gut. Wäre Bern froh, sie hätte was zu saufen. Ja, bestimmt. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier die Bäume fällen kann. Alter, ich muss schon wieder saufen. Alter, ich komme gar nicht den Berg hoch. Mann. Es waren doch geringfügig viele von den Beeren. Quatsch. Eine reine Quest oder was? Yep. Naja, hat mir 120 gegeben und 30 erstmal nur reingestopft. So, ich bleib hier jetzt mal stehen. Aber das war's jetzt wohl gewesen. Okay, gut. Ja. Gut. Dann hole ich mir jetzt noch die Bäumchen da. Natürlich ist mein Speer mal wieder kaputt, war ja klar. Oh, ist das ätzend, ey. So connectet das denn nicht richtig? Oh, ein Schwein. Ich habe ein Fomia gefunden. Damit's gehen, oder was? Bäh. Ach ja, ich vergesse, brauche ich auch noch. Okay. Okay. So. Jetzt bin ich gerüstet, jetzt habe ich 5 Speere. Jetzt reicht's mir. Darfst sie halt nicht immer wegschmeißen, ne? Ja, schön wäre es, wenn ich sie wenigstens wegschmeißen würde, könnte ich sie wieder nehmen. Etwas? Du kannst einen Speer werfen, ja.
Ja, aber dass du es wieder nimmst, dann. Ach so, ich denke, es wird wie mit Pfeilen sein, ja. Wenn er nicht gerade kaputt gegangen ist. Habe ich gedacht, ich habe nicht Hoppla. aufgenommen. Oh, oh. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, Alter. Aber Ja, warte. mein Ich zwing's dir mal auf. Ich habe ja noch die von Nick. Was? Wo sind sie hin? Ach, du hattest selber welche. Ah, okay. Ja. Ach, meine Stimmen werden. Ja, ich wollte gerade sagen. Gut. Oh, guck mal. Ach, das ist hier Gacha-Scheiße. Ganz schön scheiße. Bist du aufgedacht? Oh, verdammt. Ja, ich passe vorsichtshalber ein bisschen auf. Ah, okay, alles klar. Der liegt hier immer noch. Wer liegt? Ja. Wie, wer liegt immer noch? Egon. Ach, Egon, ach so. Mal ernten. Ernte den Egon. Ja. Er ist aber noch warm. Da sind sie doch am besten, dachte ich. Geht nicht. So, mal die Samen hier reinpacken. Nats. Ah. Ja, wie gesagt, in dieser Gacha-Scheiße ist auch kann auch manchmal Harz und Seide drin sein. Kein Strom mehr? Okay, Stroh brauchen wir, dann ich wechsle mal kurz. Nee, ich frag nur, ob wir nicht. Ja, wenn nichts mehr in der Kiste ist. Also ich habe das Stroh zusammen mit Stein und Holz eigentlich immer reingepackt. Weil Holz sammle ich auch gerade fleißig, also oder habe ich schon fleißig gesammelt, also wechsle ich mal kurz auf Stroh. So, aber Wege oder so kann man immer noch nicht machen, ne? Ich weiß gar nicht, also konnte man die überhaupt craften? Ging das überhaupt? Probier das noch einen Stern. Ja? Stern an deinem Namen. Tobi hat einen Stern an seinem Namen. Wahrscheinlich, weil er Admin ist. Also schon immer so? Nee. Weiß ich nicht, ich habe nie drauf geachtet. Aber es, ja, hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Sogar noch? Ich weiß nicht, du bist nicht mehr bei mir. Ich komme dann auch mal wieder zurück zur Hütte. Ein bisschen Taschen ausleeren, weil ich bin fast überlastet. Den Baum nehme ich aber noch mit. Ach, da unten kommt der Tobi. Ja, immer noch. Okay, ich muss mich kurz hinstellen. Nun lass ihn doch seinen Stern haben, Mensch. Er hat es mir nur. Hat's mit Was? Bitte was? Was? mich hat es nur gewundert. Ach so. Hallo Stern-Tobi. Ach so, du brauchst ja eh das Holz, ne? Wo noch? Oh, ich muss. Ich muss aber erst was trinken. Ich verdurste gerade. Oh, und ich guck mal gleich nach Britta. Nicht, dass die mir hier verdurstet. Oder verhungert. Ah, so ist gut. Oh, ich habe hier einen Speer gefunden.
Ein Speer? Huch! Alter hier, der Nick macht doppelstockig hier. Nicht schlecht. Ja. So, ich habe mal 560 Stroh. Packe ich hier mal rein in die Kiste. Und ich habe 550 Holz dabei. Na gut, 7 Leder ist jetzt nicht so viel. Und sind das denn Zigarettenstummeln? Ach nee, Pilzholz. Okay. Weiß ich nicht, Pilzholz würde ich jetzt ungern irgendwie mit gebrauchen. Das sieht irgendwie so ungesund aus. Haben wir schon Zitronensamen? Tatsächlich. Cool. Ah, super. Oh, nee, bitte nicht. Ah. Oh. Ich pack das Pilzholz mal. Scheiße. What's up? Ich weiß nicht, was die machen. Die haben mich eben kurz angegriffen, aber ich glaube, die nehmen eher meinen Kadaver, den ich da gerade plündern wollte. Ja gut, ist leichtere Beute, ne? Ich bin jetzt ein Iguanodon. Battle machen. Oh, cool. Britta? Britta! Jawohl, sie lebt noch. Scheiße! Jetzt habe ich ein Problem. Wolltest du mit denen um den Kadaver prügeln oder was? Oh, denn. Oh, jetzt ist er wirklich weg. Ja, es war mein Kadaver jetzt einfach. Ach, dein Kadaver? Ja, ich habe den ja getötet gehabt, Level 52er. Ach so, ja. Nee, ich dachte jetzt dein Kadaver von dir, dein Leiche praktisch. Dass du irgendwo gestorben bist. So, what can I do? I can do Stein. Jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt können wir hier Steinfundamente und so weiter bauen. Und eine Rauchgranate. Glückwunsch. Lass uns nochmal ein drittes Haus bauen aus Stein. Brauchst du noch mehr Rauchen? Affen vielleicht? Ein Affen, Lager. Genau, ein Steinaffenhaus. Was brauchen wir? Ein Lagerhaus. Ja, ein richtiges Lagerhaus. Okay. Die Prinzessin hat sich gerade verbeugt, deswegen habe ich gerade gelacht. Wie kriegt man aus der Gotcha-Scheiße was raus? Rechtsklick. Verbrauchen. Genau. Sand, okay. Sand? Okay, ich wusste gar nicht, dass es Sand gibt. Cool. Nee, Batman. Oh, hallo Biber. Der hier oben. Irgendwann müssten wir mal ein bisschen exploren. Oh, was? Auch Holz. Ich hab kein Holz. Gibt kein Holz mehr, Holz aus. Was ist so? Der Biber ist nur Level 11. Ich werde mir jetzt einen Biber zähmen. Weil, wenn wir uns dann einen Biber-Sattel machen können, dann haben wir keine Holzprobleme mehr. Mhm. Och, Mann. Das müsste doch auch hier irgendwo dann ein Damm sein, oder? Nee. Toll. Sechs. Na los, komm her. Ich will ihn nur aus dem Wasser haben. Immer, wie soll ich das? Ich bin tot. Wow. Biber ist ja nicht so stark, ne? Naja, ich dachte jetzt, ich bin schnell genug. Ich wollte ihn an. Jetzt greift er unser Haus an. Was? Hä? Ich höre nichts. Dann kriege ich jetzt nicht mehr. Ein bisschen da. Wollte nicht, dass es noch so rot ist. Das ist mir so scheißegal.
Oh, ciao. So, Biber liegt. Sterben? Nein. Narkotisiert. Ist aber auch ganz schön. Fertig, Tobi. Ach, könnt ihr mal gucken, ob mit den Leveln schon jemand von euch einen Castoreoides Sattel machen kann? Das sind die Biber. Schreibt mir das? Gucken wir mal. 63. 63? 61, glaube ich. Wow. Ja, ja, zumindest haben wir vielleicht sogar schon mal eingezähmt. Das ist doch toll. Ja, wenn es eingibt, krass, läuft, kommst du auf 61. Ne? Ah, okay. Okay, schon. Okay. Oh, der Biber hat eine der Standfackeln kaputt gemacht. Super. Ja, eine, die hinter dem Gebäude war. Und man nicht auch einfach nur Eier klauen irgendwie? Wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, ja. Oh, betäubt man die halt, klaut die Eier, tschüss. Oh, okay. Komisch, dass hier gar keine Dinos mehr sind. Wo denn? Hier. Wo ist hier? Beim Tageslicht, oh mein Gott. Ich sehe Tageslicht. Okay. Ich bin im Berg hoch. Wo Tobi runtergesprungen ist, bin ich noch ein bisschen höher. Okay. Wenn hier gleich zum... Mensch, Entschuldigung. Wieder hier wird gleich so ein T-Rex-Monster spawnen, oder? Oh. Wirklich Tageslicht. Gut, so, komm. Okay. Klong. Alter, es geht immer weiter hoch. Was ist das hier? So. Kommen Sie mal mit, mein junger Mann. Achso, ändern wir erstmal ganz kurz. So. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Biber. Ja gut. Meilen entfernt von euch. Auf die Karte guck. Na, eigentlich nicht, aber halt sehr weit hoch. Ich komme einfach nicht zu euch runter wieder. Okay. Ja, zumindest nicht leben. Ach ja. Was? Ach, den wollte ich doch gar nicht. Ach toll. Na egal.
Ah, vielleicht wollte ich es doch sagen. Was wolltest du sagen? Komm, sag doch mal. Dass ich vielleicht nicht lebend zu euch wiederkommen werde. Okay. Dann wird's kacke mit meiner Leiche. Hm. Das ist schlecht. So, kurz bei Britta wieder reinschauen. Wie geht's der Kleine? Oh. Die Gesundheit ist jetzt hochgepusht. Und wieder zusammengekracht. Warum auch immer. Weil ich sie gefüttert habe. Ach, wie konnte ich auch nur. Ach nee, okay, mach das selber. Ja, dann mach mal selber. So. Ah, sehr gut. Darf ich den Rückweg doch noch? Hier ist Wasser. Zum Reinspringen? Nee, zum Trinken. Ach so, deswegen meintest du, du schaffst den Rückweg nicht. Aha. Ach so, ich dachte jetzt, weil du, naja, wenn dann irgendwo runterspringen müsstest. Nee, ich habe da so eine Vermutung, dass ich gleich den Fallschirm nehmen werde, um dann komplett in die ganze Höhle reinzusegeln, von ganz oben. Mhm. Weil ich bin quasi da, wo wir gesagt haben, da könnten wir mit Flugdinos lang. Okay. Ah, hier ist kein einziger Dino, nichts, hier ist gar nichts. Okay. Ach. So. Na gut. Dann kann das weg. Eigentlich kann ich dann die Bolas auch wegschmeißen, weil die brauche ich ja anscheinend nicht mehr. Naja. Dann packe ich sie mal mit in den Schrank. Ach, der Nick will einen Balkon machen. Sehe ich von außen erst. Alter. Tobi? René? Ja. Ja. Du siehst doch dieses blaue Zeichen da, wenn du hochguckst, ne? Ja, ich muss erstmal ganz kurz aus dem Haus raus. So. Ich sehe das blaue Zeichen, jawohl, ja. So weit reicht mein Fernglas gar nicht. Ich stehe jetzt genau beim blauen Zeichen. Mhm. Ich glaube, da unten seid ihr irgendwo. Du stehst jetzt beim blauen Zeichen, okay. Eine Klippe. Ja, noch nee. Ein bisschen höher. Ich gehe mal noch ein bisschen höher. Aber ich sehe dich auch nicht. Wahrscheinlich reicht das Fernglas wirklich nicht so weit. Nee, das reicht nicht mehr so weit. Ich will mal gucken, ob ich raus kann von hier. Jo, warum nicht? Klar. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass da oben keine Dinos sind. Das heißt also, wenn man dementsprechend halt dann was sammeln will oder sowas, ist man da oben mit dem Flugdino relativ gut? Ja, aber total safe. Also so richtig safe bis jetzt. Nice. Oh, sind wieder Bäume gekommen. Wo ist die Axt? Obwohl, nee, hier sind mir zu viele Trodons. Da warte ich lieber, bis Tobi dann wieder wach ist. Aber auch kein Flugdino. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier in der Höhle einen finden würden. Ich habe einmal einen, ganz am Anfang habe ich einen einzigen gesehen. Hier in der Höhle, ja? Ja. Also auch einen, wo man drauf reiten kann? Ja. Okay. Aber ganz raus komme ich nicht. Okay. Kann man eigentlich, das wollte ich mal ausprobieren, kann man eigentlich Wände ersetzen? Ich glaube ja, ne? Ja, aber du zerstörst. Ja, ist klar. Ist klar. Ich hatte halt nur überlegt, wenn wir jetzt hier das Strohhaus jetzt noch weiter ausbauen, kann man sich halt auch überlegen, aus dem Strohhaus dann Holzwände oder Steinwände oder sowas zu machen, damit eben just, wenn hier irgendein Dino mal wieder Amok läuft, das Haus unangetastet bleibt. Gut, das ist mir zu... Weiß nicht, kann man mit dem Fallschirm lenken? Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Fallschirm noch nie benutzt bis jetzt. Muss ich passen. Frag mich, wo du... Wenn ich hier unten geradeaus...
Will das jetzt einfach. Alter, ist das episch. An der höchsten Klippe will ich jetzt mit dem Fallschirm runterspringen, oder was? Anscheinend. Ah, das ist ein Nicht-Geh-Weg-Stein, okay. So. Wünsch mir Glück. Jupp, viel Glück. So. Wehe, der hat Abklingzeit. Kann ein bisschen lenken. Ich glaube, da muss ich mal schnell zum Wasser kommen. Nee, das hole ich mir jetzt. Gut, ich glaube, ich gehe auch mal kurz AFK, weil ich... Dauert's? Cool, hier aus diesem einen Stein, das ist wirklich... Der ist auch farblich so markiert, habe ich bis jetzt über 25 Metall rausgekriegt. 27. Und das direkt vor unserer Basis, theoretisch. Wo unsere Basis ist. Warte mal, wenn das ist, da war ich schon drauf, dann sind wir viel weiter rechts. Da komplett rumgelaufen, das kann doch gar nicht sein. Weil ich abstürze, wird's scheiße. Überall Felsen. Wie du schon gesagt hast, dann hoffe ich mal, dass der jetzt, wie gesagt, keine Zeit hat. So, nach 2 Minuten... Geh ich automatisch kaputt, ne? Jetzt abstürzen würde, würde ich eventuell das Wasser erreichen. Kann ein bisschen dagegen steuern. Ja, ich bin doch da lang. Zuwendung in 6 Stunden. BB. Ein Arsch voll kriegt sein 6 Stunden. Sowas. Nicht mal, wenn ich jetzt mit dem Fallschirm unter den Wasserfall durchfliege. Also Tobi, da oben geht's auch gar nicht weiter. Ich war jetzt ganz oben, bin mit dem Fallschirm runtergesprungen und gleite jetzt schon seit einer Minute. Wo ist jetzt schon wieder das ganze Holz hin? Aber da ist ein schöner Nebenfluss hier. Hä? War ich richtig, richtig. Hä? Ich dachte, Tobi, brauchst du das Holz noch? Ich dachte, du bist fertig. Bin fertig. Dann hast du noch Holz über? Den habe ich noch gefunden. Ja. Den Schrank? Nee, hier in die Kiste, da ist das Holz drin. Da brauche ich nicht viel, 79 Stück. Okay. Dann gehe ich noch mal ein bisschen sammeln. Ich dachte, achso, nee, ich muss ja meine Axt reparieren. Was brauche ich denn jetzt noch? Hallo, komm nach Hause. Dann da auf der Plattform wahrscheinlich, wo ich dann ins Wasser springen kann. Jetzt wissen wir zumindest, dass es da oben so nicht weitergeht ohne Dino. Also Flugdino bräuchte man dann definitiv schon. Ja, zumindest habe ich es jetzt nicht weiter gesehen, dass du da rauskommst. Okay. Entweder ich knall durch den Felsen oder ich schaff's noch. Ah, sieht gut aus. Gut aus. Gelandet. Nice. Und er lebt noch. Also voraussichtlich. Aber da oben ist kein Dino. Nicht einer. Nicht einer.
Also ein Flugdino müsste man doch mal jetzt bald haben können Ja, eigentlich. der Sattel dauert noch ein bisschen, bis man den Sattel haben kann. Jetzt ruhig, ne? Was meinst du? Generell jetzt ruhig. Jo. Ja, sind wie gesagt keine allzu bösen Dinos mehr in der Nähe. Da kommt gerade ein Gotcha angeschissen. Gotcha. Aber die tun ja nichts. Außer wahrscheinlich, wenn man denen was tut, dann tun sie dir aber auch ordentlich was. Eigentlich. Pilzholz. Ja. War auch in diesem Gotcha-Exkrementen mit drin. Ja, bei mir auch eben. Aha. Wer ist denn Benny? Benny ist der Biber wahrscheinlich. Benny ist ein Biber, ja. Oh, was macht ein Prinzesschen? Wieso? Hier kein Platz. Jetzt steht sie. Ein Dodo haben wir gefunden, einen. Naja, aber den haben wir uns auch gleich, den haben wir auch gleich unter den Nagel gerissen, ne? Ja, theoretisch bräuchten wir drei. Wir haben jetzt einen Nick, wir bräuchten noch einen Tobi und noch einen René. Wo ist das Weibchen? Haben wir das schon, ne? So. Was, wer reißt da unten ab? Ich. Extra rausbauen. Nein, nur hier halten wir uns die meiste Zeit auf und das geht immer so schnell kaputt, deswegen mache ich gerade hier Steinfundamente. Das geht immer so schnell kaputt hier. Also dann oben auch Stein machen oder was? Nö. Oben kommt ja nicht unbedingt immer so ein Dino ran. Außerdem sieht man dann auch die Affen besser. So, wo ist denn Britta? Britta? Britta da. Hallo Tobi. Friss. Grüß Tobi. Ist selber. Was? Britta ist selber. Finde ich gut. Selber ist. Okay. Oh, wollen wir vielleicht? Das können wir ja machen. Da drüben. Egon liegt immer noch hier. Da drüben heißt. Bei Tobi, wo Tobi eben stande. Also von da, so, da, so drüben. Ja? Noch so ein riesen Lager bauen. Ja, Lager wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann aber das Haus mit dem Lager verbinden mit so einer Brückeart. Jo. Klar. Von hier oben praktisch aus, ja. Ja? Jo. Also wir könnten noch eins draufsetzen. Ja, oder ganz oben drauf, ja. Nein, Wolf. Toll. Ja. Aus Dinos, Tobi. Ja, aber Metall wäre ganz cool. Metall habe ich jetzt einiges wieder Aber reingepackt. ich fürchte, es wird für ein Haus.
Metallhaus, ach Quatsch. Alter. Also das wäre wirklich ein bisschen übertrieben. Natürlich Metallhaus ach, als Quatsch. Lager. Hallo? Ach Quatsch. Bleib mal. Noch, bis wir das lernen können. Ich wollte gerade sagen, dann mache ich das, dann werde ich aber die Folge aussetzen. Immer, aber das gleiche doch immer bei den anderen auch. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich 80 Metalle für ein Fundament. Jo. Oh, da sind wieder Bäume aufgetaucht, das ist ja praktisch. Ja, der wieder vors Haus gekackt. Sehr gut. Alter, jetzt kann man der Spur der Gachas folgen. Arm jetzt. Noch ein. Muss so Herstellungssachen machen, du willst das da oben. Ja, ich hab gedacht, wir machen ja die Ebenen, oder? Ja, also wir müssen nicht extra ein Haus, wo wir Sachen machen. Das denke ich mal, ist ein bisschen übertrieben. Ein Haus, wo wir Sachen machen. Geht auch puff. Ach so, sowas willst du haben, okay. Dann müssen wir aber erst noch ein paar Affen tamen. Nein. Kannst auch den Dodo nehmen. Nein. Wenn ich ihn umbenannt habe, Tobi. Ne, geht nicht, habe ich gesperrt. Was? Halt ich noch. Wie denn? Oh, jetzt sitzt er hier. Hallo, Großer. Ich würde so lachen, wenn er jetzt halt einfach ausholt, ey. Das dachte ich mir, dass du darüber lachen würdest. Bäm! Auf die Fresse. Außerdem Bastweibchen. Leder. Leder, warte mal. Oh, müssen wir wieder eine Jagd 27 machen? 27 hab ich. Das wollte ich nicht. Ist auch noch so ein Schwein. So. Ach, läuft. Also ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Richtung, in der du den, naja, den Tempomaten gedreht hast für das Respawnen. Das sind die Parasaurus jetzt hier, oder? Ja, das Problem ist, die laufen halt weg. Deswegen wäre halt eine Bola toll. Weil je höher das Level ist, desto länger brauchen die, bis die gezähmt werden. Und die Frage ist, ob du denen so lange hinterherlaufen kannst. Wenn wir einen weiblichen und einen männlichen rumlaufen. Diese Tech-Dinos? Mhm. Ja. Wie gesagt, wäre halt cool. Wie gesagt, es kann ja mal einer von euch, beziehungsweise bei Nick scheint es ja auch nicht zu klappen. Dann kannst du ja mal probieren, ob ein Bola bei dir funktioniert. Hoppla. Können wir herstellen? Ich habe einen im Schrank. Huch! Ah, Freeze! Hoppla. Ich habe eine bei uns in den Schrank gepackt. Weil die habe ich aus meinem Gepäck raus, weil war jetzt unnötig. Eine im Schrank? Mhm. Oh, müssen wir bei der nächsten Folge probieren. Ich sehe gerade, wir sind bei 44 und meine Frames brechen ein, warum auch immer. Ja. Wahrscheinlich habe ich zu viel Holz. Okay, dann müssen wir erstmal kurz die Folge beenden, würde ich sagen. Na gut. Okay, bis gleich. Gleich, ciao.